Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Satisfactory Voucher und mit der Frau Alderle. Schön, dass ihr da seid. Mensch, ich muss mich ja fast schon ein bisschen entschuldigen. Da haben wir jetzt hier ein Riesending aufgebaut, läuft auch. Und der nächste Part wäre ja jetzt, die Rahmen zu fertigen. Und da ist mir irgendwie eingefallen, habe ich nicht letztens da hinten eine Rahmenproduktion aufgesetzt? Da gehen wir auch gleich mal rüber, weil ich glaube, dass wir nämlich die einfach abgreifen können. Und hier eine zweite dann aufbauen, wenn wir wieder Bedarf haben, weißt du? Ich habe das komplett vergessen, dass wir da vorne Rahmen produzieren, Leute. Ich habe wieder einiges angepinnt. Unser Ziel ist jetzt, wir haben verschiedene Baustellen. Schön machen, dann müssen wir irgendwann die Kohlefabrik erweitern, Freischaltungen, Erkundungsrunden und die Straßen. Jetzt bleiben wir mal an dem Ziel dran, die Phase 2 vom Fahrstuhl abzuschließen. Ja? Da haben wir nämlich einiges zu tun. Und dann kümmere ich mich immer so parallel wieder um meine Straßen und so. Aber dass wir mal das ein bisschen fokussieren jetzt im Moment. Ich brauche Kabel, sagt er. Nehme ich mal mit. Okay, jetzt pass auf, um an unserem Ziel dran zu bleiben. Ja, wir gehen jetzt einmal ganz kurz hier rein. Da bin ich zwar nicht so gerne drin, aber das funktioniert ja auch. Wir wollen diese Rahmen bauen. Ja, die Mehrzweckrahmen. Die haben wir jetzt, sage ich mal, die greife ich jetzt vorne ab an der, am Hub. Da haben wir das Ding aufgebaut. Was wir jetzt noch brauchen, sind Stahlträger. Für Stahlträger wiederum brauchen wir Stahl. Das heißt, ich muss jetzt Eisen abgreifen, Kohle, um nochmal eine Stahlproduktion aufzubauen, weil unsere Sachen sind so weit hinten und die sind ja für die schweren Stahlträger, weißt du? Wir brauchen also jetzt nochmal hier eine kleine Stahlproduktion und da habe ich mir überlegt, wir greifen das Eisen hier vorne ab. Ich setze da jetzt 2 MK2, dann verdoppel ich das Eisen, den Output und den zweige ich ab und mache da vorne schon mal die nächsten Produktionen klar. Das können wir eigentlich mal zurücksetzen kurz, das werde ich nicht weiter forcieren. Da hoffe ich, dass ich irgendwann so gut bin mit dem ganzen Ding, dass ich das nochmal richtig geil machen kann. Im Moment tut es das vorne. Gespeichert habe ich es. Dann setze ich das jetzt hier einmal zurück. Ich kann es ja auch wieder laden hier, ne? So, Dankeschön. Das hinten lasse ich. Da bin ich natürlich am Überlegen, wie es weitergeht. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Beziehungsweise ich habe ja letztens einen zweiten Container extra gesetzt, falls es voll läuft. Ich habe das Gefühl, dass das da auch jetzt mittlerweile schon richtig gut läuft. Hier, ne, haben wir ja uns noch gefreut über die Möglichkeit. Na ja, guck mal. Zieh sie mal rein. Dann kann ich ja die Rahmen hier nehmen, ja? Das heißt, die Rahmen haben wir, Leute. Jetzt geht es noch darum, die Stahlträger zu produzieren fürs mittlere Teil. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, das machen wir hier vorne. Hier haben wir normale Nodes gehabt. 2 Stück noch. Die hier und die hier. Und wenn ich die jetzt mit einem MK2 mache, verdoppelt sich der Output. Das heißt, ich kann 120 hier wegnehmen. Das heißt, Fixit liebt mich, wenn ich was beende. So. Ach so. Ja, das vergesse ich natürlich immer. Und die Taschen voll, das macht er da nicht mehr viel. So. Da wollen wir MK2 hin. Und da muss ich natürlich splitten, dass 60 hier reingehen. Und dann würde ich doch einfach sagen, machen wir da vorne dann weiter. Das gleiche passiert mit ihm. Der muss dann da unten wieder rein. Dann machen wir das hier weg und das hier weg. Dann setze ich jetzt hier einfach mal. Ja, da mach's zu. Weißt du, dann mach's einfach zu. Zack. Zack. Dann haben wir die Geschichte. Das räume ich jetzt auch erstmal auf. So, den kann ich ja eh nicht anders setzen, denke ich mal. MK2. Dann soll der hier hin. MK2. So. Jetzt wäre ich ja der Meinung, wir ballern jetzt als allererstes mal die 2 Splitter raus. Ist das auch ein Splitter hier? Ja, ist auch ein Splitter. So. Ja, hast du? Einmal die Geschichte. Der macht jetzt, muss ich nochmal nachgucken, ich habe die ja noch nicht so oft verbaut, aber der macht jetzt 120. Ne? Das heißt, ich brauche das bessere Band. Gehe hier rein mit 120. Sobald es angeschlossen ist, aber ich kann ja schon mal produzieren lassen. Dann sollte Fixit mich wieder lieb haben. Warum bin ich dem jetzt den Strom geglaut? Hä, wo habe ich denn den? Mein Netzwerk hier ist aber auch die Hölle, ne?
ist es nicht das? Da habe ich da keinen mehr? Es wird halt einfach nicht schöner, wenn ich so mache. So. Das haben wir ja am Anfang noch gar nicht gewusst, wie dringlich wir ganz viele Stromanschlüsse brauchen. So, der Bub macht jetzt seine 120. Ein Teil muss hier rein und ein Teil muss da drüben rein. Dann wäre ich der Meinung, ich gehe von hier mit 60 wieder rein. Dann ist jetzt hier alles, wie es war, ne? Hier ist alles, wie es war. Das gleiche Spiel muss dann hier passieren. Da würde ich dann auch einfach den Splitter hier hinsetzen. Dann gehen wir mit dem Zweier so, und dann mache ich hier gleich einen Anschluss. Der geht jetzt los, macht ebenfalls 120. 120 schießen hier rein. 60 greifen wir ab, gehen hier rüber. Die Maschinerie läuft wieder so, wie sie war. Jetzt kommt der Moment, Leute. Wir haben jetzt die Möglichkeit, 120 Erze zusätzlich hier irgendwo zu verbauen. Wir haben die Rahmen. Wir haben die Rahmen und wir brauchen dieses Gerüst. Ausrüstung, Teile. Wir haben die Rahmen und wir brauchen hier Stahl. Und was brauchen wir noch? Erstmal nichts. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal die Eisengeschichte hier hin, dass ich Stahl produzieren kann. Und dann müssen wir die Kohle oben verdoppeln. Ne? Gut. Ich würde sagen, aber das muss ja nicht so sein, das kann man ja hier so hinbauen, denke ich mal. Was braucht man denn dann nochmal dafür? Also die Kohle muss ich ja auch noch irgendwo hernehmen, ne? Wenn ich es jetzt so mache, komme ich hier wieder durcheinander. Jetzt lasse ich es mal so. Jetzt brauchen wir... Ich stelle das mal ganz kurz hin, dass ich sehe, das ist für mich doch leichter. Ich brauche auf jeden Fall eine Gießerei, denke ich, um Stahlbarren herzustellen. 45 Stahlbarren aus 45 Eisen und 45 Kohle. Mal kurz abmessen. 15 Stahlträger. 15 Stahlträger. Es kann natürlich sein, dass das nicht ganz so leicht ist. Es kommen wieder die Rechnereien. Ne? Wir müssen es ja so gut wie möglich irgendwie. Gehen wir rückwärts. So machen wir es ja, haben wir gesagt. Ne? Wir brauchen 12 Stahlträger, also 30 Stahlträger die Minute. Ich würde sagen, das reicht auch, wenn wir erstmal eins aufbauen. Das heißt, 30 Stahlträger, das Doppelte wären dann 60. Machen wir mal 30, 60. Ja? Die Rahmen haben wir. 30, 60. 60 Stahlbarren geben 15 Träger. Das heißt, ich brauche 120 Stahlbarren. 120 Stahlbarren für 30 Träger und dann habe ich drüben die 30. 120 Stahlbarren. Okay, das ist blöd. Das ist blöd. Nee, eigentlich ist es eine 1:1 Geschichte. Ich muss nur halt 4 Maschinen aufbauen, ne? Nee, 3 reichen. 40. 80. Wenn ich 3 Stück aufbaue, ist eine nicht ganz ausgelastet oder alle ungleichmäßig ausgelastet, aber ich komme dann auf 135 Stahlbarren. Das heißt, ich brauche 3 Gießereien. Boah. Okay, pass auf, das machen wir jetzt einfach. Ich lösche das mal kurz hier. Wir brauchen 3 Gießereien. 1, 2, 3. Ja? 3 Gießereien. Die 120 Eisenerz, dann müssen wir irgendwie noch in 120 Kohle kommen. Dann haben wir hier die Stahlbarren. Wir haben 60 Stahlbarren hier. Dann brauche ich 2 Konstruktoren. 2 Constructor für die Stahlträger. Und die kippen wir dann mehr oder weniger hier noch in so einen Fabrikator ein.
Vielleicht kriegen wir das heute schon hin. Das wäre natürlich affengeil. Wobei die Kohle, da muss ich oben nochmal ran. Ne? Da weiß ich gar nicht mehr, wie es da stand. So. Die Kohle hierher zu bringen, macht es Sinn? Macht Sinn. Die Frage ist, wie. Entweder indem ich jetzt das komplette Band umändere oder ich mache oben an der Autobahn ein Kohle dran, ein Kohledepot. Ich glaube, das machen wir so. Dann wird es aber heute wahrscheinlich nicht fertig, sondern morgen. Wir machen oben eine LKW-Ladestation, wo Kohle einlädt, wo er tanken kann. Und hier unten bauen wir eine hin, wo er die Kohle entlädt und wir führen sie dann entsprechend hier ran. Das heißt, ich brauche dann auch einen Weg, wie das Auto hier rüberkommt. Ne? Ja, vielleicht lasse ich es hinten rumfahren. Müssen wir mal gucken. Okay, dann haben wir das jetzt schon mal festgelegt, was passieren soll. Wichtig für uns ist, das ganze Ding wird hier hergestellt. Ne? Es kann natürlich sein, dass das jetzt hier vom Platz her eine blöde Idee war. Ich mache das mal zu. Vielleicht passe ich vorne den Weg kurz an. Also das mit dem Grid schaffen war auf jeden Fall eine coole Geschichte. Weil du kannst halt einfach erweitern und zusammenwachsen ohne Probleme. Ne? Idealerweise kriege ich das dann von hier zum Fahrstuhl hoch. Und wir hatten gesagt, gut, ich brauche halt nur einen Haufen Zeug. Ne? Wie viele Gießereien habe ich jetzt auf dem Plan gehabt? 3 Gießereien. Jetzt machen wir es mal anders. Hier will ich dann mit dem Fahrstuhl hoch. Mein Endprodukt wird im Fabrikator hergestellt. Ja, da leite ich dann einen schönen Fahrstuhl da hoch. Setzen wir es mal hier hin. Ja, und wir zeichnen den jetzt auch nur mal für uns grob an, dass ich nachher bildlich das vor Augen habe. Dann weiß ich wieder, was ich wollte. Weißt du? Oh, den kannst du aber wirklich hochspannen. So, das wird die Belieferung. Gut, ich stelle das jetzt hier auch schon mal ein. Hier will ich Mehrzweckgerüste. Um Mehrzweckgerüste zu machen, brauche ich die Stahlträger. Und für die Stahlträger haben wir gesagt, möchten wir 2 Constructor, ne? So ist gut. Constructor Stahlträger und Constructor Stahlträger. Und da das nur 30 sind, reicht uns ein kleines Band. Schließen wir das doch schon mal an. Mercher. Arme Merchin. Touch von dem. Aber die Rahmen, die kommen dann von da oben wahrscheinlich. Wenn dann hier reingeleitet, dann würde ich ihmchen. Dann würde ich ihmchen machen als Stahlträger-Friend. Kann ich das so bringen oder habe ich dann nachher wieder das Problem? Ich glaube, da mache ich nicht lang rum. Dann kommt hier nochmal ein Lift hin. Muss gleich noch Rotoren und Rahmen holen. Ne? So, rein von der Maschinerie her haben wir jetzt erreicht, dass die Belieferung, also noch ist es natürlich lange nicht so weit, hier kommen die Stahlträger rein, 30 Stück, werden hier hergestellt, sobald wir Stahl haben. So, Kohleanlieferung passiert ebenfalls hier. Tun wir mal einen Gefallen, mach mal das weg und schnapp dir mal den hier um eins weiter. Mach's mal bis hier hin. Und gönn dir da eine Rampe. Eine Rampe, ich glaube, jetzt war eine Rampe. Also jetzt habe ich es auf Ding stehen. Ne? Das ist ja eigentlich Fabrikgelände, wobei so sieht es auch nicht schlecht aus. Ich frage mich nur gerade, warum ich hier runter soll, weil da komme ich ja nicht mehr durch. Ne? Also wenn wir ganz ehrlich sind, macht es am meisten Sinn, wenn ich das hier wieder wegmache und ich verlängere das Thema hier einfach bis hier rüber. Zumindest mal bis hier. Naja, oder? Ich muss ja eh grundlegend die Infrastruktur eigentlich von dem Eck hier anpassen, aber das wird einfach das Dreieck, Leute. Kennt ihr das, ein Dreieck? Das wird einfach das Eck, das wahrscheinlich nie weiter aufgearbeitet wird. Aber jetzt habe ich Platz hier, weißt du? Gut. Was muss hier rein, haben wir gesagt? Stahlbarren. Die Stahlbarren, die kommen
wahrscheinlich dann von hier irgendwo. Ja, dann machen wir jetzt weiter. Ich habe noch 3 Gießereien auf dem Plan, die die Stahlbarren herstellen sollen. Die Gießerei hat 2 Eingänge und einen Ausgang. Und die Stahlbarren selber, die kommen dann aus allen 3 Gießereien am besten hier raus. Dann kann ich sie schön merchen. Ich setze sie jetzt mal hier. 1, 2, 3, ne? Gut. Stahlbarren Anlieferungen sind 45. Stahlbarren Ausgang sind 45. 120 werden es sein, weil wir nicht die komplette Ding haben. Und ...60 Stahlbarren. Ich könnte natürlich 45 Stahlbarren, ne? Das schaffe ich wieder mit meinem Liebling. Mit dem Merchi. Kriege ich das irgendwie geiler hin? Der ja da rein, der da rein. Bisschen näher ran. Die Eingänge können klein sein. Normalerweise so. Okay, da brauche ich noch einmal klicken. So, hier muss ich wieder mit dem Zweierband dann raus. Das würde ich einmal ganz kurz auf gerade stellen. Das ist aber arg dicht. Ich setze es mal hier ab. Ja, wenn das jetzt nachher alles funktioniert hat mit der Kohle und so weiter, kommen wir mit 120, könnten aber theoretisch 135 Stahlbarren hier anliefern. Die möchten wir dann zu gleichen Teilen mit Überlauf hier reinbringen. Das heißt, ich splitte das ganze Thema dann hier wieder. Hier kommen wir rein. Warte. Hier haben wir den Eingang. Das sitzen wir hier. Und den würde ich dann... Ja, den würde ich tatsächlich versuchen, so hinzubauen. Mit wie viel kommen wir rein? Mit vielen. Das heißt, MK2-Band. Und wir splitten das. Warte. 60, das müsste dann reichen. Mehr haben wir eh nicht. 60 und hier 60 wären 120. Also rein jetzt mal vom rückwärts aufbauen, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so bewusst mache, läuft das richtig gut. Ja, Endprodukt. Wir haben jetzt das alles angeschlossen. Hier fehlt jetzt auch nichts mehr, außer die vorne die Rahmen, die muss ich oben holen. Jetzt gilt es darum, die Maschinen zu bestücken, ne? Und da müssen wir 45 Eisen pro. Und wir hatten ja Eisen 120. Die sind da hinten. Da hinten. Hier sind die 120er Eisen. Da machen wir jetzt einfach... Ich würde sagen... Ich mache mal 4 hoch. Gehe wieder aufs Zweierband. Und gehe von hier. Komme ich da schon über die Maschine drüber? Das mit E. Das Zweier habe ich. Muss ich selber noch mal kurz überlegen, was ich da gerade erzählt habe. Hier muss Eisen rein. 45, 45 und 45. Hier kommt Eisen. Das kann ich jetzt dann gleich mit einem Lift oder wie auch immer hier irgendwo anliefern. Das können wir ja aber auch schon mal machen. Also ich liefere es mal hierher, dann kann ich es wahrscheinlich oben schöner splitten. 3, 4, machen wir mal 5. Wir sind immer noch auf 120 unterwegs. Und... So, unser Eisen ist da. Was jetzt fehlt, und das ist der Hauptpunkt, uns fehlt jetzt Kohle. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir die Kohle wirklich mit dem Dingelchen holen, mit dem Auto. Weil dann kann ich es nämlich auch gleich tanken, weißt du?
kurz die Ecke zu. Ich muss nämlich noch mal kurz gucken. LKW-Station habe ich 2 Stück. Eine für oben, eine für unten. So, jetzt lass uns mal ganz kurz da hochlaufen. Dass wir mal ein Bild dafür kriegen, wo die Rahmenproduktion dann... Ja, die Rahmen sind hier drin. Die muss ich nachher dann irgendwie darüber schleifen, auf das Band bringen hier. Dann kann das schön mit rüber laufen. Dann können wir sie hier abzweigen und einführen. Oder ich ziehe sie hier rüber. Die Rahmen müssen... Wo müssen denn unsere Rahmen rein? Da drüben. Ja, dann könnte ich von dem Band runterkommen. Das fände ich ziemlich cool. Die Kohle, die müssen wir oben holen. Die lasse ich mit dem Auto anfahren. Wir tanken oben und bauen hier die LKW-Station. So machen wir das. Ich hole kurz die Materialien, dass wir die Station anheben können. Wir stressen uns nicht, oder? Ich habe nämlich gerade eben gemerkt, wie ich so einen Druck verspüre, weil ich das unbedingt... Aber das muss ja, dann wird es morgen fertig. Ja, hier wollen wir Kohle anliefern und Eisen. Eisen haben wir bereits vorgezogen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier 2 Eingänge zu nutzen oder Ausgänge. Wir brauchen aber 3, das heißt, ich werde hier einen dann wieder splitten. Und ich komme im Auto jetzt einfach mal hier rein. Und damit wir da ein bisschen Platz haben, setze ich es mal hier einfach jetzt mal hin. Für uns, dass wir es schön sehen. Ja, hier wird dann das Auto entsprechend fahren. Das ziehe ich jetzt mal bis hier vor. Machen wir es zweispurig hier auf jeden Fall. Das ziehen wir dann auch nochmal. Ja, ja, ist noch von gestern. Entspann dich, Spiel. Ich schalte es mal ab, die Zeit. Wobei es ganz interessant ist immer. So, Autole kommt hierher. Dann macht es hier nachher eine kleine Kurve und fährt dann auf dem Weg auch wieder zurück. So werde ich das dann irgendwie machen. Und wenn das dann hingehauen hat, kommen wir hier mit unserem Splitter für Kohle. Ey, rückwärts aufbauen ist wirklich der Renner für mich gerade. Es ist viel angenehmer. So. Ich weiß ja nicht genau, wie es mit dem Eisen wird. Ich setze mal hier hin. Ich würde dann hier, weil ich eine 120er Anlieferung Minimum brauche, unser MK2-Band nehmen, weil 120 möglich sind. Da ich jetzt hier nur 45 brauche, kann ich natürlich das kleine Band wieder nehmen. Ne? So. Nehmen wir den äußeren, wenn ich mit dem Ding komme, oder den? Ich würde sagen, den. Wir nehmen die äußeren. Alles andere. Ja, ist so. Dann werde ich wahrscheinlich noch in die Luft setzen, auch hier den äußeren. Jetzt haben wir ja eigentlich im Moment nur noch das Thema, dass ich die Kohle hier reinkriegen muss, ne? So, und wenn ich den jetzt... Wie habe ich das jetzt geschafft? Was war denn das für ein Menü? Hier wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Ja, hä? Das... Ja, setze mal. Hier muss ich noch auf dem Zweierband bleiben. Ey, du darfst es halt nicht vergessen. Das sind nämlich so Geschichten, wenn du jetzt zum Beispiel vergisst, dass du ein Zweierband setzen musst. Du baust aus Versehen einen Einser in so einer Wirrwarr-Geschichte, wie ich es mache. Und du musst irgendwann prüfen, was jetzt das Problem ist, warum es nicht mehr geht. Dann find es mal, wenn du Eisstückle vergisst, ne? So, dann kommt es hier schön an. Dann könnte ich es theoretisch, ich würde es gerne in der Mitte splitten hier von den beiden. Das heißt, ich setze den mal noch hier raus. Dann sollte ich doch normalerweise mit dem Band, die Mitte wäre hier, dann kann ich das jetzt erstmal hier abbauen. Und dann splitte ich mein Eisen da schön rein. Ich glaube, sobald die Phase 2, das mittlere Item, angeliefert wird, oben, sobald wir so weit sind, würde ich einen kleinen Exploration-Ausflug gerne machen. Das war so ein bisschen wieder... Also ich müsste dann hierher splitten, dass einer gerade läuft, ne? Ich setze den aber mal. So, und damit ich nicht durcheinander komme, die weg. Das hier auch weg. Und ich gehe jetzt... Einmal mit dem Fahrstuhl, den würde ich dann auf den hier setzen. Dann würde ich den versuchen hier reinzukriegen. Das geht. Eines Tages werde ich irgendwann mal eine Stelle anfangen mit einer neuen Produktion, wo wirklich alles hübsch wird. Es könnte mir aber vorstellen, dass es dann eher was wird.
dass ich nicht im Let's Play verarbeite. So, da brauche ich jetzt aber auch keinen Spätzle. Ich könnte den jetzt auch andersrum machen, ne? Jetzt habe ich gerade gedacht, warum sind da so viele Ausgänge? Ja, und halt verkabeln, Stromanschluss. Unser Eisen liegt hier schon mal an. An allen drei Bändern. Die Kohle ist verkabelt. Ja, hier muss halt nur noch das Böckle, dann müssen wir morgen die Route einrichten. Hoffentlich habe ich genug Strom, weil dann wird das nämlich unser zweites Thema. Wir müssen das ja auch noch alles verbinden mit Energie. Aber ich guck mal, ob ich hier... Da würde ich mir nämlich jetzt gerade mal... Machen wir mal hier einen hin. Den kriege ich jetzt hier... Ah, das wird auch gehen, ja klar. Nee, ich mache den hier so. So. Damit wir genug Anschlüsse haben. Dann läuft es hier so am Rand entlang. Das finde ich noch nicht mal so verkehrt. Guck da raus oben. Gerade so, aber reicht. Dann setze ich hier wieder ein. Und hier nochmal ein. Wie machen wir es? Machen wir morgen die Strecke mit dem Auto. Wir müssen... Wir können aber kurz uns einmal hochblenden, ob ich da schon ein Ding gesetzt habe. Das habe ich nämlich auch vergessen. So. Jetzt muss ich aber eben mal ganz kurz was checken. Die Maschinen laufen hier soweit. Ja. Wir produzieren 900, haben die als Ersatz über Bio und 654 Megawatt. Hey Leute, müssen wir demnächst die Netzwerke erweitern. Also für morgen auf dem Plan die Station oben einrichten fürs Auto. Dann müssen wir gucken, dass die Kohle hier runtergeleitet wird. Ich würde sogar fast sagen, dass wir in der Station oben und hier unten das Auto jeweils tanken lassen. Dann reicht es nämlich definitiv. Das fährt dann hier rum. Komm, wir holen es geschwind. Wir fahren einmal die Strecke, weil hier komme ich nicht durch. Es sei denn, ich mache es möglich. Dann müssen wir... Wie sieht es denn eigentlich im Shreddy aus? Aber ich glaube... Ah ja, da habe ich ja die Dinge abgezogen. Was ist denn mit den... Was ist denn mit den Guten? Ah ja, die kommen, aber die kommen halt super langsam. 6 Coupons, aber das ist okay. Ich habe gedacht, eher weniger. Aber ich kaufe ja auch ständig was, ne? Wenn ich hier mit dem Auto durchfahren will, müsste ich da... Das hier müsste weg. Wenn das ist ja nur ein Durchlaufcontainer, glaube ich, ne? Ja, das ist ja dann easy. Im Prinzip nehme ich das Band. Ich überlege gerade, was ich da treibe. Wenn ich den Fahrstuhl hier dran klemme und das Ganze dann von hier umklemme die Tage, dann geht's. Dann geht's. Wir müssen eh kurz oben Kraftstoff holen, ne? So, der kann weg. Der auch. Deswegen habe ich nie Material, weil ich die Dinger immer stehen lasse. Ich habe gestern schon mal 3 Stück eingesammelt. Wo ist denn mein Bock? Wo ist denn das Auto? Ah, da hinten. Ey, das macht so Laune. Ist der Hammer. Aber es ist unendlich Content drin, ne? Wenn ich jetzt nur an meinen Straßen dranbleibe, dann sehen wir nur, weißt du, wie ich meine? Das ist so der Hammer, wie du entscheiden musst, was du machen willst. Wenn du am liebsten alles machst, ist natürlich auch krass. Und hey, es hat damit angefangen, dass wir da oben den Fahrstuhl hingestellt haben. Und guck mal, wie das jetzt hier schon verbaut ist mittlerweile. So, jetzt machen wir das easy. Wir machen das morgen schön. Ich bereite die Mats vor, so gut ich kann. Wir fahren jetzt einmal kurz hoch. Biokraftstoffe. Guck mal hier, das sieht schon aufgeräumter aus, ne? Oh ja. Weil ich gehe nämlich bald leer. Ich will nur einmal die Strecke hier kurz fahren. Ist ein bisschen holprig, aber das liegt daran, dass auch nicht fertig ist. Ey, das gefällt mir richtig gut, ne? Ich könnte jetzt schon wieder absteigen, weißt du, das ist nämlich so das Thema. Ich könnte jetzt schon wieder absteigen, die Farbe nehmen und sagen, weißt du, wir wollten es doch dann auch noch so anmalen. Oh. Aber da habe ich gesehen, da gab es doch einen Remover. Ich glaube, dann nehme ich einfach den hier, ne? Ganz bestimmt auch. Welches war denn das jetzt? Das da, gell? Ja,
Ich könnte mir vorstellen, dass ich hier auch nochmal weiß rumziehe. Und dann müsstest du normalerweise, fairerweise, oben auch nochmal. Der merkt sich das nicht, dass die weiß sein sollen, oder? Im Moment noch nicht. Aber du kannst es, glaube ich, irgendwie kopieren. Hä, ist das ein Gebäude? Ich meine, ganz ehrlich, ich finde es ziemlich gut. Das muss da drin dann nicht akkurat sitzen alles. Und trotzdem lässt sich alles irgendwo nachvollziehen. Weiß man hier noch, was wir gemacht haben? Ich sag's dir, das fällt mir auch ziemlich gut. Hier, dass ein bisschen Natur durchschaut. Da kommt eine indirekte Beleuchtung drunter. Das nächste, was wir freischalten. Hier die verstärkten Platten. Ich könnte die jetzt einfach schon mal in einem Container zwischenlagern, weißt du? Dann kann das Maschine produzieren und wir haben dann später verstärkte Platten, wenn ich brauche. Wir haben bestimmt irgendwo sowieso welche, aber ich mache nochmal einen Billigcontainer. Ach so. Jetzt muss ich es nochmal probieren. Ich traue dem alles nicht, ne? Wenn ich mit einem Fusi-Schmusi. Hier. Letztens hatte ich einmal das Gefühl, an irgendwas ist er herangesnippt. War das am Fahrstuhl? Hier wirkt so, als ob er ransnippt, ne? Ach, scheiße. Könnt ihr ja mal fragen in die Runde, Leute. Würde das funktionieren, was ich jetzt da gemacht habe? Mit dem Ransnappen? Was so weiß ich halt, dass es geht, ne? Oder waren es die Fenster? Habe ich es an den Fenstern gehabt? Platten laufen rein. Gut, aber das war ja nicht das, was wir jetzt eigentlich vorgehabt haben heute, ne? Oh, guck mal hier. Der Bobbles. Jetzt wird dann auch nachproduziert. Wahnsinn. Und das Spiel läuft noch so cremig. Man will ja, man hat ja das Gefühl, ne, wenn man da so rumguckt. Also das haben sie schon alles richtig gut gemacht. Ah, scheiße, da habe ich das Band verlegt. Ich hält. Naja, gut. So. Ja, im Prinzip machen wir jetzt Feierabend. Also morgen setzen wir die zwei Stationen. Wir kümmern uns darum, dass die Kohle unten ankommt in 120er Menge. Das heißt, ich würde mir gern oben 120 weggreifen. Ne? Warte mal, wo sind denn die da hinten? Gib mir mal. Es hebt ewig, was ich da gefarmt habe. Ne? Es ist eher hier. Aber die reichen ja auch. Fahr mal einmal kurz hoch, wenn ihr möchtet. Wobei ich nicht genau weiß. Also oben haben wir natürlich jetzt eine Fahrstrecke. Es ist überall. Die Fahrstrecke muss halt so komplett nochmal weg. Dafür müsste ich mir aber noch überlegen, wie ich das Design von den Rampen haben will. Weil ich kann nicht alles eins zu eins so bauen wie vorne mit den kleinen Mäuerchen. Ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe es noch nicht probiert. Weißt du, die da... Die kannst du, glaube ich, auf Schrägen halt nicht setzen. Ja. Und die wahrscheinlich auch nicht. Dann würde ich eher auf die Umrandung so verzichten. Würde ich auf die... Ey, wie viel haben wir denn bitte hier schon hingeknallt? Würde ich auf die Umrandung verzichten, Leute? Bringt mal so nichts. Wenn es nicht einheitlich ist nachher. Hier haben wir halt das große Projekt noch, die Kohle zu erweitern, ne? Also mir gefällt mein neues Design besser wie das da oben. Oh, scheiße. Ja, dann lauf. Wenn da mal die Tube ist, ne? In so einem Fall würde ich kurz in die Tube reinhüpfen, wupp, mich vorballern. So sieht es halt dann ohne Mäuerchen aus. Ja, ist schwierig. Ich weiß es noch nicht.
Ich weiß es noch nicht. Kann das sein, dass da gar keine Kohle mehr kommt? Wieso kommt da keine Kohle mehr? Achso, das auf dem Band ist nie Kohle gekommen. Die läuft rechts drüben. Die soll irgendwann hier laufen. Alles gut. Alles gut. Geht es noch? Ja. Du, dann könnten wir, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier gemacht habe. Ob ich überhaupt was gemacht habe. Ich habe einen 1er Miner drauf, auf einer reinen Kohlenot. Das heißt, wenn ich den 2er nehme, habe ich 120 Kohle. Dann habe ich 120 Kohle. Ich würde jetzt sagen, wir machen Folgendes. Das große Kohlekraftwerk hinten werden wir demnächst verdoppeln. Wir haben es ja mittlerweile vorgezogen. Ja? Dann würde ich die Kohle hier morgen mit einem MK2 verdoppeln, würde hier direkt 120 absplitten aufs neue System hier unten. Dann haben wir es jetzt schon da vorne und da vorne bauen wir dann irgendwo die Tankstelle auf, vorübergehend, ne? Weil das soll ja noch angepasst werden. Ist ja nicht im Grid. Ja, dann machen wir das so, weil da liegen nämlich schon 120er Bänder drin. Dann machen wir hier eine Splittung, eine schöne, dass das Band hier sauber in die Rodelbahn läuft. 120 rüber, dann machen wir unten die Dings hin, da gehen wir jetzt noch gemeinsam vor, dann haben wir schon geplant für morgen. Das müsste ein 102, ja guck, sind schon MK2-Bänder hier drauf. Dann läuft die nämlich auf der Strecke vor, das haben wir auch schon zeitmäßig uns gespart und ich mache, okay, achso, ich könnte übrigens, ja jetzt nicht mehr, dann ziehe ich hier noch die Bänder vor. Mach hier eine schöne Kreuzung. Schwupp, schwupp, schwupp. Und dann braucht das Auto auch nur bis hierher fahren. Dann werden wir hier die erste Station setzen mit tanken, unten die zweite mit tanken. Da fahren wir dann gemeinsam die Route ab, speichern das und dann haben wir morgen Phase 2, mittleres Item abgeschlossen. Und das dritte, was uns dann noch fehlt, ich weiß nicht, wie es heißt. Müsste ja aber irgendwo hier drin sein. Das dritte, was uns fehlt, ist auch nicht so ultra kompliziert. Da brauchen wir diese Pipes. Und da wir jetzt hier unten Stahl produzieren, können wir vielleicht mit dem Überschuss diese Statoren machen. Die werden wir brauchen, ne? Also die Kabel, das kriegen wir unten abgezwackt. Und die Statoren, da brauchen wir die Pipes. Das Kabel kriegen wir abgezwackt. Zur Not holen wir uns eine neue Kupfernot, bauen uns was. Und die hier. Da brauchen wir 3 Stahlbarren. Wir könnten noch einen. Wir könnten noch eine Eisennot unten mit einem MK2 umbauen. Und mit einem Splitter nochmal 60 abgreifen. Dann haben wir die Pipes und dann haben wir die 3 Teile. Das machen wir so. Das machen wir so. Ja. Ich habe einen Plan. Und dann sehen wir mal, was wir freischalten, weißt du? Nicht, dass da jetzt noch irgendwas absolut... der Zug kommt ja auch noch. Den hätte ich ja aber schon am liebsten in meinem Netzwerk mit drin. Gut, ich blende jetzt nochmal ganz kurz runter an die Eisennodes. Nicht, dass wir das schon gemacht haben, ne? Also die zwei sind auf jeden Fall heute geändert worden. Und da können wir auch nicht mehr viel dran ruckeln. Die müssen so bleiben. Und der da ist ein Schmelzer. Dann haben wir nur noch eine Eisennot, wo ich es machen kann. Ja, hier können wir nochmal 60 abgreifen. Den tauschen wir. Den tauschen wir. Dann splitte ich von hier ab 60. Von hier gehe ich praktisch... Also wir kommen im Prinzip ganz einfach. Ja, ja. Ich setze hier nochmal einen Splitter. Ne, brauche ich gar nicht. Ich tausche den. Kann ich jetzt schon tauschen, oder? Habe ich die Mats? Sieht so aus, ne? Pass auf. Ich mach den einfach weg. Und mach den MK2 hin. Gut, das war klar. Ich mach das Band eben weg. Ja, dann haben wir es erledigt. MK2. Was machst du? Das 2er Band. Das splittet auf 2 rüber, gell?
Ja, aber der fasst ja nur 60, ne? Warte, ich guck mal kurz rein. 30 und 30. So, dann ist er noch geiler. Dann passt es ja genau. Dann brauche ich noch nicht mal was machen. 120 hole ich jetzt, vorher 60. 30 gehen hier rein und 30 da rein. Wir müssen nur kurz warten, bis die Maschine losgeht. Wo haben wir hier? So, Leute. Und dann kann ich hier morgen einfach raus, das Eisen hier auf die Schiene legen. Und dann bauen wir uns vorne diese Pipe irgendwo auf, diese Röhren, weil wir haben ja dann Kohle vorne. Ne? Ich will nur kurz gucken, ob es klappt. Ja, 120 kommen, die alte Verteilung bleibt erhalten und wir haben 60 für die Stahlrohrproduktion. Gut. Junge, Junge. Na, dann sehen wir bald Phase 2 mit dem Fahrstuhl, da freue ich mich drauf. Und auf unseren nächsten Ausflug und auf die Erweiterung vom Kraftwerk. In dem Sinne, bis morgen.